Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, es ist auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Adrinia, ich grüße dich, das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten hier die 12 Häuser oder Lebensbereiche. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Aszendent Jungfrau. Jungfrau gehört zum Erdeelement. Und das bedeutet Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, Struktur, Taten, Erdbezogenheit, auch ein Bezug zum Materie. Jungfrau bedeutet auch Heilung, etwas in Ordnung zu bringen, das ist Heilenergie und Jungfrau liebt auch Ordnung. Jungfrau betrachtet viele Dinge im Leben mit kritischen Augen, mit ein analytisches Denken. Das hat oft Vorteile, das ist die kluge Jungfrau, aber gerade bei hier im Aszendent, wenn du mit dir selbst gegenüber zu kritisch bist, das kann ein Hindernis sein. Aber du brauchst Jungfrau. Ich habe nämlich in dein Geburtshoroskop geschaut, die Elemente. Wir haben 4 Grundelemente. Feuer, Erde, Luft und Wasser. Wenn ich jetzt die persönlichen Planeten betrachte und Sonne und Mond und das endet sich mit Saturn, das sind die persönlichen Planeten, dann kann ich deine Persönlichkeit einordnen zum Elementen. Und dann kann ich feststellen, du hast im Feuerelement Mond und Saturn, du hast im Luftelement Sonne, Mars und Jupiter und im Wasserelement Merkur und Venus und es fehlt die Erdeelement. Es ist nicht weiter schlimm, in meisten Horoskopen fehlt ein Element. Was dich aber unterstützt und was du auch brauchst, dieses fehlende Erdeelement, hast du mit deiner Jungfrau Aszendent. Und das heißt, immer wieder deine Persönlichkeit in Ausdruck bringen, hast du immer die inneren Gleichgewicht. Dann verteilt sich das gleichmäßig in diese Elementenverteilung. Zweiten Lebensbereich sind die Werten. Was sollst du in Besitz nehmen? Was ist für dich wertvoll? Und das sind nicht nur die finanziellen Dinge oder Materie, sondern wertvolle Freundschaften oder Ideen, Reichtum. All das sollst du in Besitz nehmen oder dich bemühen, das in Besitz zu nehmen. Außerdem hier im zweiten Lebensbereich sind auch die Selbstwertgefühl oder Wertschätzung und Finanzen. Energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient,
hat immer weniger Geld. Und es gibt Menschen, die dann sagen, ich bin es wert, ich habe das im Besitz, ich habe das auch verdient, hat immer mehr Geld. Also immer achten auf die Gedanken, aber auch auf die Gefühle. Schuldgefühl löst Schulden aus. Verlustangst löst aus, dass etwas verloren geht. Und das kann auch Geld sein. Hier hast du Waage. Waage zeigt die Gleichgewicht. Bei Finanzen bedeutet Ausgabe, Einnahme in Gleichgewicht halten. Das kann auch ein Hinweis sein, wie kommst du zum Geld? Und Waage bedeutet Kunst, Kreativität. Durch diese Arbeit ist auch möglich, dass du zum Geld kommst. Waage symbolisiert auch Partnerschaft. Das ist dann auch möglich, dass durch den Partner deine Finanzen sich verbessern. Aber achte immer auf den Gleichgewicht, auch zum inneren Gleichgewicht, auf die Gefühle achten. Der dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie hast du das erlebt? War das einfach für dich? Und wie war der Kontakt zum anderen Kindern, Geschwister oder in die Schule? Könntest du dich damals behaupten oder warst du auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden durch unserem Leben. Wenn wir das damals nicht gelernt haben, dann in Schule des Lebens haben wir diese Prüfungen. Außerdem gehört zum dritten Lebensbereich Austausch von Informationen oder Schulungen, Bildung, Seminare und die Kontakt zum Verwandten, kleinere Veränderungen. Hier hast du Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Wasser herrscht über die Gefühle. Die Skorpion zeigt die Wandlung, die Transformation. Und auch die Kundalini-Energie. Kundalini-Energie ist eine Schlangenenergie und das haben wir in unserem Körper. Und davon gibt es zwei. Und die eine Schlangenenergie zieht alles nach unten und blockiert. Und die andere befreit und steigt nach oben wie Phönix aus der Asche. Und es sind zwei Systeme. Und nicht vergessen, es handelt sich wirklich um unsere Gefühle, Wasserelement. Die eine System hat mit dem anderen System nichts zu tun. Die eine System sind die negativen Gefühle, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Neid, Eifersucht und Hass. Es sind alles negativen Gefühlen. Neid und Hass ist zerstörerisch. Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, vielleicht sogar Eifersucht ist zwar nicht zerstörerisch, aber blockiert uns. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir Angst zulassen, öffnen wir Pandoras Büchse. Und ein trojanisches Pferd kann jederzeit kommen. Also das ist auch ein gewisser Schutz. Verabschieden von Angst. Verabschieden von negativen Gefühlen. Weil das blockiert. Und übergehen auf den zweiten Schlangenenergie, bei diesem Kundalini-Energie. Und das sind die positiven Gefühle. Und dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Mut, Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Liebe.
all diesen Gefühlen sind von göttlichen Quelle. Und mit diesem göttlichen Quelle, mit dieser Energie, können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. Das ist kreativ, das ist schöpferisch. Und das, was dir das Leben, das Schule, dich belehrt, transformiere hier deinen Gefühlen. In dem Moment verspürst du die Mars-Energie und Pluto-Energie, weil das herrscht über Skorpion. Mars gibt dir die Kraft und die Mut, dich zu behaupten im Leben ohne Angst. Und Pluto ist die innere Kraft, die Überzeugungskraft, dass alles gelingt nach deinem Wunsch und entsteht was Neues. Das sind die Erneuerungsprozesse. Jetzt sind wir in dem tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format nehme und ich vergleiche das immer mit einem Baum. Und das bedeutet, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert und das gibt uns Halt im Leben. Das ist unserem Vorfahren, unseren Traditionen, unserem Herkunft und unserem Zuhause. Das ist die Fundament, das ist hier die Basis und hier hast du Schütze. Schütze steht in Verbindung zum Ausland. Das ist möglich, dass du dein Zuhause im Ausland findest. Schütze ist Feuerelement und es zeigt schon Bewegung und Begeisterung. Und das brauchst du in dein Leben, diese ständige Bewegung, weil das gibt dir die Halt im Leben. Aber achte auf die Schützenenergie. Über Schütze herrscht Jupiter und Jupiter gibt zwar die optimistische Haltung, das haben die Schützen, aber Jupiter vergrößert gerne etwas, dehnt sich aus. Und hier entsteht oft das Gefühl, oh, da muss noch was Besseres sein. Diese ewige Suche und nie im Ziel angekommen zu sein. Und weil die Feuerelement ist mit voller Begeisterung, das kann in verschiedenen Richtungen gehen und die Schütze verliert die Orientierung. Aber hier wird aber gezeigt etwas Wichtiges und das ist hier dieser Pfeil der Schütze. Zeigt nämlich die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und spirituell heißt es, in diesem Zentrum sind unsere Wünsche. Und wenn das du im Einklang bringst, dein Wunsch und deine Begeisterung, dann hast du Ziele, dann hast du Orientierung. Und das gibt die Basis, das gibt die Fundament. Die fünften Lebensbereich sind die Kinder. Das sind deine Kinder oder Enkelkinder, aber auch deine Kindheit, die Erinnerungen. Wenn das schöne Erinnerungen sind, dann sollen wir das behüten und bewahren und dankbar sein. Wenn diese Erinnerungen oder teils diese Erinnerungen mit Tränen verbunden sind, dann brauchen wir da nicht aufhalten. Die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Es ist nur ein Gedanke, natürlich mit Gefühlen verbunden, aber es ist nur ein Gedanke. Also, warum sollten wir da aufhalten, wenn uns das traurig macht? Dann lieber umdenken und die Kinder zeigen auch etwas Wichtiges, die spielen und das hilft uns im Leben, nicht in allen Situationen, aber manchmal hilft es, etwas mit Humor betrachten, mal lachen, oft über uns selbst auch mal lachen zu können oder diese spielerische Art und Weise können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. Und das ist hier diese schöpferische Kraft,
Das ist Lebensfreude pur. Und das, was wir hier lernen, und die Kinder zeigen uns das auch. Das Leben betrachten wie eine Bühne. Und wir wählen diesen Platz aus, wir dekorieren, wir wählen die Kostüme aus, die Schauspieler, wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und wir spielen die Hauptrolle, weil wir selbst sind die Zentrum unserem Leben. Und das, was hier geschieht, hier hast du Steinbock. Steinbock ist streng und traditionell. Und das hast du in Kindheit so erlebt. Man könnte sagen, du dürftest gar nicht wirklich Kind sein. Dazu hast du viel Pflichten erfüllen müssen. Oder war ein strenges Elternhaus. Möglich ist auch, dass du bei Großeltern aufgewachsen bist, weil Steinbock, über Steinbock herrscht Saturn und Saturn symbolisiert Großeltern. Also das ist eine gewisse Strenge da, aber wenn ganzes Leben lang zu kritisch bist zu dir selbst und lebst ständig diese Strenge, dann hast du einen schweren Lebensweg. Zum Glück hilft dir Steinbock, von deinem Leben ein Stück Paradies erschaffen. Über Steinbock herrscht Saturn. Und Saturn herrschte im goldenen Zeitalter und das waren noch paradiesische Zustände. Und Steinbock zeigt die Zielerreichung. Egal in welchen Lebensbereichen, hast ein Ziel, deine Finanzen zu verbessern, dann geh in diesem Weg. Oder möchtest du beruflich was verändern, weil das ist dein Ziel. Dann hast du Orientierung oder in Familie oder in die liebe Partnerschaft. Ziele setzen. Und die Steinbock zeigt diese Geduld und Ausdauer, die Ziele auch erreichen. Steinbock gibt nicht auf. Das heißt, dieses strenge Elternhaus oder bei Großeltern zu sein, hat dich gestärkt und hat dich vorbereitet für das Leben. Später im zweiten Lebenshälfte sollst du aber lernen, auch mal ein Kind zu sein. Du brauchst diese Leichtigkeit. Die sechste Lebensbereich ist die Alltag und die Arbeit und Pflichten und Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement und das zeigt die Leichtigkeit. Ein gewisser Freiraum und Freiheitsgefühl, das brauchst du im Alltag, das brauchst du auch in Arbeit. Das heißt, du magst es nicht, beengt zu sein, beschränkt zu sein, weil das kränkt dich. Wassermann fühlt sich einzigartig und außergewöhnlich. Das heißt, du möchtest deinen Alltag so gestalten oder im Alltag begegnest du mit außergewöhnlichen Menschen. Oder hast du diese Ausstrahlung und so bist du wahrgenommen. Beruflich bedeutet eine außergewöhnliche Tätigkeit. Jetzt zurück zum Aszendent. Jungfrau bedeutet, in diesem Augenblick, wo du deinen ersten Atemzug geholt hast und ist dein Leben begonnen, ist Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Fischen in Westhorizont nach unten gestiegen wie ein Sonnenuntergang. Die untere Teil des Horoskops symbolisiert das Unbewusste und das obere Teil symbolisiert das Bewusste. Aber im Geburtsmoment ist der erste Lebensbereich und die siebte noch im Gleichgewicht. Und in dem Moment schauen wir in diese Richtung
und wir erblicken hier den Spiegel, ein Spiegelblick, und da sehen wir unseren Seelenpartner. Und die Kinder bis etwa drittes Lebensjahr haben sogar diese Erinnerungen. Hier hast du die Fischen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass dieser Mann in Tierkreis einer Fischen geboren sein muss, sondern diese Energie öffnet sich den Tor zu diesem Glück, zu deinem Liebesglück. Ich schließe nicht aus, dass dieser Mann Fischeneigenschaften hat, aber es muss nicht sein. In diesem Standbild sind es zwei Fischen, auch astronomisch, die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Alpberg ist der Stern, was die beiden Fischen miteinander verbindet. Die beiden Fischen schwimmen im Wasser, weil die Fischen gehören zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unseren Gefühlen. Man könnte sagen, sie schwimmen im Ozean die Gefühlen in verschiedenen Richtungen. Der eine Fisch hat ständig Angst und zweifelt an allen und zweifelt an sich selbst. Und als Fisch könnte man sagen, ich bin zwar ein Fisch, aber ich kann nicht schwimmen. Ich habe Angst vom Wasser und ich warte auf ein Rettungsboot. Was für Quatsch ist das? Aber so sind die Gefühle, Angst, Zweifel, Unsicherheit. Und sie neigen sogar oft dazu, durch Selbstmitleid das in Ausdruck bringen und alle anderen leiden auch mit und viele genießen das sogar, weil dann bekommen sie auch Aufmerksamkeit, bisschen Streicheleinheiten, aber das sind Momente im Leben. Das Problem bleibt aber, weil Angst blockiert, Unsicherheit blockiert. Diese Gefühle gehören zu negativen Gefühlen und blockieren und geht nichts voran. Und wenn dann so schlimm wird, dass nichts mehr vorangeht, dann kommt als Endstation Depressionen oder Alkohol oder Drogen. Und hier ist wichtig, so wachrütteln und sagen, stopp, ändere die Richtung. Du musst nur 180 Grad drehen, in andere Richtung schwimmen, im Vertrauen bleiben. Ein Fisch kann schwimmen. Daran brauchst du nicht zweifeln. Das Wasser trägt dich. Und genau dieses Urvertrauen ist hier und auch die Reichtum ist hier verborgen. Wenn die Fischen geborenen oder Fischen betonte Menschen das glauben, dann haben sie die Quelle, die schöpferische Energie. Sie schwimmen im Glück, sie schwimmen sogar im Geld. Statistisch gesehen, die meisten Bankier sind in Tierkreiszeichen Fischen geboren und sie schwimmen im Geld. Weil sie das glauben, weil sie das vorstellen können. Hier ist die Vorstellungskraft gefragt. Die Träume, das ist Neptun-Energie. Dann kommt Jupiter dazu und Jupiter ermöglicht das und bringt Glück. Und das ist wichtig und das ist die richtige Richtung, eine Vorstellung haben von dem idealen Zustand oder was wir erreichen möchten, daran zum Glauben, das Vertrauen, davon überzeugt zu sein und dann loslassen, geschehen lassen und diesem Glauben bleiben. Und dieser Urvertrauen, diese Überzeugungskraft, dieser Bewusstsein, dass es alles auf dich zu schwimmt und daran nie zweifeln. Und das ist die richtige Richtung. Du musst nur die Richtung bestimmen bei Fischen. Ich habe die zwei Extremen betont. Ja, ein bisschen übertrieben, aber nur zum Beschreiben, damit ich das besser erklären kann. Und diese Energie, dieser Gefühlszustand öffnet sich den Tor zum Liebesglück. Achter Lebensbereich ist der Tod.
Natürlich hat das auch mit Todesfall was zu tun und mit Erbschaften was zu tun, aber Tod in dem Sinne, wie dieser Lebensbereich das zeigt, bedeutet eher, es muss viele Dinge absterben in unserem Leben und wir müssen von vielen Dingen verabschieden oder loslassen, befreit zu fühlen, damit etwas Neues entstehen kann. Und das sind die Prozesse, die Transformation. Ich vergleiche das immer mit einem Rucksack. Wenn wir geboren sind, wir kommen nicht mit leeren Händen, sondern wir haben karmische Erinnerungen. Da sind auch viele Talente und Fähigkeiten dabei. Ich beschreibe das immer mit einem Rucksack. Also wir haben diesen Rucksack und da ist was drin. Und dann beginnt unser Leben und dann kommen neue Lebenserfahrungen, Kontakte, andere Gefühle und füllt sich dieser Rucksack. Und irgendwann ist es voll und bedrückt uns. Und unserem Lebensweg wird immer schwieriger, weil dieser Rucksack drückt und das spüren wir sogar in unserem Rücken. Und dieser achte Lebensbereich sagt klar und deutlich, stopp, mach mal Pause, mal ein Wochenende, überleg mal, was hast du in diesem Rucksack drin und schreib das auch auf, das hilft, da haben wir den Überblick. Welchen Gedankenmuster unterstützt dich? Das Bewahren, Behüten, das gehört zu diesem Rucksack. Welchen Gedankenmuster hindert, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, raus aus diesem Rucksack. Dann überlegen Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten möchten wir unbedingt genießen auch und das bewahren? Das gehört in diesem Rucksack. Oder welche Gewohnheiten wollen wir verabschieden, wie zum Beispiel Rauchen aufhören. Dann diese Kraft zu haben und sagen, jetzt, ab sofort, rauche ich nicht mehr. Das mal als Beispiel. Und dann überprüfen die Kontakte. Welche Menschen möchtest du unbedingt die Kontakte pflegen, weil das ist so angenehm und du liebst diese Menschen. Und es sind schöne Freundschaften, die gehören zu deinem Leben. Und dann gibt es auch Freundschaften, Bekanntschaften, wo das Gefühl hast, die nützen dich aus oder du traust nicht Nein zu sagen. Das sind eher Belastungen. Dann lieber von diesen Kontakten verabschieden. Die gehören dann nicht zu deinem Leben, gehören nicht zu diesem Rucksack. Und dann Gegenstände, Möbelstücke, wo du stolperst jeden Morgen, gehört auch nicht in Wohnung. Oder mal im Schrank aufräumen, die Kleider, was wir in 2 Jahren nicht angezogen haben, dann werden wir in den kommenden 20 Jahren auch nicht anziehen. Da können wir auch mal verabschieden. Und dann kommen die Gefühle, negativen Gefühle, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Wut, all diesen Gefühlen raus aus diesem Rucksack, weil das blockiert. Dann haben wir wertvolle Dinge, was wir weiterhin bewahren sollen, weil das gehört zu unserem Leben. Und dann haben wir diese Leichtigkeit, fühlen wir uns befreit, können wir endlich aufatmen, haben wir einen leichteren Lebensweg und viel mehr Platz in unserem Leben für neue Dinge. Und hier hast du wieder. Und die wieder zeigt dir diese Kraft und Mut, das auch tun. Und kommt auch was Neues, weil wieder liebt auch Neuigkeiten, Veränderungen. Dann kommt die neunte Lebensbereich, das sind die Reisen. Ausland, Auslandskontakte. Hier sind auch Bildungen, höheren Bildungen oder inneren Reise wie Spiritualität. Hier hast du Stier. Wieder ein Hinweis, Besitz im Ausland, das kann auch Immobilien sein.
Wenn das um innere Reise geht und deinen spirituellen Weg zu verstehen, was ist für dich wertvoll, das in Besitz nehmen, das genießen auch und dein Leben genießen und mal gemütlich machen oder mal nichts tun, heißt nicht, dass man faul ist, sondern das tut auch mal gut, entspannt zu sein, mal den Tag mal so genießen oder raus in die Natur, das bewundern. Das gehört auch zum Stierenergie, immerhin Erdeelement. Und das hat mit unserem Planet was zu tun. Oder Gartenarbeit. All das, deine Umgebung auch verschönern, das ist der spirituelle Weg. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Das ist die höchste, was man erreichen kann. Das ist die Berufung. Hier bekommen wir Anerkennung und Ansehen. Das ist die Krone des Baumes. Und hier ist auch die Öffentlichkeit und die Zielerreichung, die höchste Ziele. Wie erreichst du deine Ziele? Hier hast du die Zwillinge. Zwillinge gehört zum Luftelement und zeigt die spielerische Art und Weise. Und so erreichst du deine Ziele. Wenn das um Berufung geht, dann brauchst du Bewegung, Kommunikation, vielleicht Bereich Medien. Aber hier gibt es auch ein Bewusstsein, zwar ein höheres Bewusstsein, und das erzählt die mythologische Geschichte. Es gab eine wunderschöne Frau Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und sie wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und sie wurde von dem König auch schwanger. Sie gebar den Zwillingen Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also unsterblich, göttlich. Und das bedeutet, wir Menschen haben eine Seele. Und ich bin überzeugt, die Pflanzen haben auch Seele, die Tiere haben auch Seele. Alle Lebenswesen haben eine Seele, weil sind wir alle ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Also wir haben alle in einen göttlichen Funke in uns, in unserem Inneren. Das ist unsterblich. Und das ist die Teil Pollux. Wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Erde, verlässt Materie und kehrt zum Gott zurück. Und Gott begrüßt uns. Und sinngemäß kann ich das so vorstellen, dass Gott dann fragt, ja, wie war es denn auf die Erde? Und die Seele hat die Erinnerungen, hat die Gefühle, hat die ganzen Bilder und erzählt und erzählt. Und das ganze Leben von Geburt bis zum Tod spielt sich wieder ab wie ein Film. Ende dieses Filmes fragt Gott uns. So kann ich sinngemäß mal vorstellen. Wie fühlst du dich, wenn die Seele sagt, ja wundervoll, das war so schön auf die Erde, ich bin so glücklich, ich fühle mich so befreit. Dann hat die Seele von Karma befreit. Natürlich kommt dazu die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Aber jetzt lassen wir mal die Gerechtigkeit weg. Wenn die Seele aber sagt, ich habe gerade mein ganzes Leben nochmal angeschaut. Und jetzt nachhinein stelle ich mir fest, ich habe doch gar nicht gelebt. Dann antwortet Gott, ja, dann geh zurück und mach besser. Und die Seele wählt einen Weg aus, genau das, was die Seele braucht. Es ist vielleicht nicht das Schönste, aber die Seele braucht es zum Lernen.
Die Seele wählt ein Schicksal aus und macht diesen Schicksalsweg. Und das ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unserem Geburt, und hat ein Ende, und das ist unserem Tod. Und das symbolisiert Castor. Der eine ist das Sterbliche, Castor, andere ist das Unsterbliche, das Seelische, das ist Pollux. Aber die beiden sind miteinander verbunden. Und das ist diese Geschichte. Aber zurück zu dieser Mythologie. Ja, Castor musste sterben. Und dann ging Pollux zu seinem Vater und sagte, ja, mein Halbbruder muss sterben, ich will auch sterben, weil wir waren noch nie getrennt. Und Zeus hat gesagt, nee, ihr braucht gar nicht sterben, ich setze euch im Himmel, ich mache euch beide unsterblich. Und das zeigen die Zwillinge, zeigen diese Unsterblichkeit. Und das heißt, wenn wir befreit sind von unserem Karma, dann leben wir wo weiter, weil das macht uns dann unsterblich. Und das ist die ganze Geschichte. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben, das kann eigentlich gar nichts passieren. Wir machen hier nur Lebenserfahrungen, aber für die Seele ist das nur ein Moment, was wir hier auf der Erde erleben. Dann fühlt man sich auch auf einmal befreit. Und man fühlt als Gotteskind, Kind Gottes, oder jetzt habe ich grammatisch das falsch gesagt. Aber dann haben wir die Verbindung zum Göttlichen und haben wir die Verbindung zu unserer Seele. Elften Lebensbereich sind die Hoffnungen, die Wünsche und Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Außerdem sind hier Gruppen, Gruppen von gleichgesinnten Menschen. Hier hast du Krebs. Dein Wunsch ist, Familie, deinen Gefühlen zu leben oder familiäre Freundschaften oder eine Gruppe von Menschen, wo du das Gefühl hast, ah, hier bin ich angekommen, hier gehöre ich hin. Die zwölften Lebensbereich sind die tiefe Geheimnisse, das Leben zeigt auch karmischen Themen oder Rückzug oder die Ursache der Krankungen oder die Gründe von etwas, warum passiert so oder so etwas. Hier hast du Löwe. Für Löwe ist es nicht einfach, im zwölften Lebensbereich zu sein, weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und das ist Licht. Und die Licht möchte sich sichtbar machen. Und hier ist im Schattenseite, im Verborgenen. Aber das ist vielleicht ein Nachteil. Der Vorteil ist, dass du kannst deine Augen öffnen und findest die Wahrheit, wenn du in die Tiefe schaust. Sonne befindet sich im Wassermann. Hier im sechsten Lebensbereich. Und das ist dein Selbst, auch deine Selbstdarstellung. Und Wassermann fühlt sich einzigartig, außergewöhnlich, und du brauchst dieses Gefühl, dein Selbst zum Leben. Mond befindet sich im Widder. Im Grenzbereich zwischen Fischen und Widder, aber schon im Widder, aber sehr im Grenzbereich. Wenn ein Planet oder Sonne oder Mond im Grenzbereich ist, heißt das, gehörst du zum Grenzgänger. Du kennst beide Seiten. Du kennst auch die Fischenenergie, kennst aber auch die Widder. Manchmal wechselt sich das ab. Manchmal lebst du die gefühlsvolle Fischen und manchmal diese starke, kämpferische Widder. Mars befindet sich in Zwillingen.
im höchsten Punkt des Horoskopes. Mars ist deine Kraft und mit dieser Kraft kannst du dich behaupten, dass du Anerkennung bekommst, dass du deine Ziele erreichst, dass du deine Berufung lebst. Mars ist eine männliche Energie und bedeutet auch der Mann. Und das im Geburtshoroskop symbolisiert der Partner. Und das kann ein Hinweis sein, dass dieser Mann durch im beruflichen Umfeld kennenlernst. Das kann auch sein Beruf sein. Merkur ist in Fischen. Merkur zeigt das praktische Wissen. Und ich habe das erzählt, wie ich die Fischen, diese Tierkreiszeichen Fischen, beschreiben kann. Worauf sollen wir achten? Bei diesem Ozean der Gefühle die Richtung bestimmen und auf die Gefühle achten. Vor allem hier handelt es sich um Glauben und Vertrauen. Vertrauen, das Fluss des Lebens, Glauben an uns selbst, Glauben an die Liebe, Glauben an Gott. Das, was stärkt und Merkur zeigt, das zum Lernen. Die Fische ist auch sehr kreativ, also hier kommt auch die Kreativität in Vorschein und Merkur kann gut handeln. Das könnte für dich etwas bedeuten, dass du das umsetzen kannst im Tat, auch beruflich. Hier im siebten Lebensbereich handelt es sich nicht nur um Partnerschaft, sondern auch Verträgen. Und Merkur steht auch zum Verträgen. Jupiter ist der größte Glücksplanet. Also bringt Glück in unserem Leben. Jupiter hast du im Zwillingen. Und das heißt, du hast Glück, deine Ziele zu erreichen, Glück, deine Berufung zum Leben. Jupiter vergrößert gerne etwas und zeigt auch deine inneren Größe, dass du das auch zutraust, deine Berufung zum Leben und deine Ziele erreichen. Venus ist die Liebesplanet, außerdem ist Venus die Planet für Kunst, Kreativität, alles was schön ist, was Harmonie bringt und Frieden. Das ist Venus-Energie. Venus ist weiblich und zeigt dich auch als Frau, dein Weiblichkeit. Und das ist in Fischen. Venus fühlt sich sehr wohl im Fischen, weil hier ist Venus erhöht. Also kann sich sehr gut entfalten und zeigt auch Glück in die Liebe und zeigt auch deine Kreativität und deine Weiblichkeit. Und das ist geschmeidig, fast chameleonartig. Also das heißt, du kannst sehr gut anpassen, wenn das um Beziehung geht. Saturn befindet sich im Löwe. Saturn ist rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt alte Karma, Vergangenheit. Und hier im 12. Lebensbereich ist die Thema Karma, auch Vergangenheit. Also hier sind die karmischen Themen. Saturn ist rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun. Außerdem Saturn hütet die Karma. Und hier hast du auch Lernaufgabe, weil Saturn ist der große Lehrmeister und belehrt dich. Und das ist die Löwe. Dass du auch mal brüllst, wenn jemand dich verletzt. Oder dein Selbst zu leben. Hier herrscht die Sonne, über Löwe herrscht die Sonne. Dein Selbst zu leben. Dein Sonne ist zwar im Wassermann, also das ist dein Bezug zu deinem Selbst, das zeigt Wassermann, aber Löwe hat auch einen Bezug zum Sonne, weil Sonne ist der Herrscher über die Löwe. Und hier ist wirklich deine Lernaufgabe,
dein Selbst im Glanz zu bringen, in die Mitte stellen, nicht davonlaufen. Und so bekommst du dann Anerkennung und auch Bewunderung und zeigt dir auch deine Kraft und auch dein Glück. Jupiter bringt dann auch Glück. Uranus bringt Veränderungen, Umbrüche. Uranus wirkt immer einzigartig, außergewöhnlich, außergewöhnliche Kontakte, Verbindungen. Und das erlebst du hier im Waage. Das kann deine Kreativität bedeuten. Waage symbolisiert auch Partnerschaft. Also das ist auch möglich, dass durch Partnerschaft erlebst du außergewöhnliche Liebe und hat einen Bezug zum zweiten Lebensbereich und das hat mit Werte oder mit Finanzen auch was zu tun. Und das heißt, oft bekommst du außergewöhnliche Art und Weise Geld oder findest Geld. Das ist auch außergewöhnliche Art und Weise, zum Geld zu kommen. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, dass man das glaubt. Und Neptun hast du hier im Skorpion und das, was du lernst. Außerdem Neptun herrscht über unserem Träume vertrauen. Und Neptun zeigt auch die Kreativität, der Planet, der Künstler, weil lässt uns inspirieren. Pluto ist rückläufig und das hat auch mit Karma was zu tun, auch mit Vergangenheit was zu tun. Und das hast du hier im Jungfrau. Und Pluto bedeutet deine inneren Kraft, das Vertrauen, das in Ordnung bringen, da brauchst du Heilung, das zeigt die Jungfrau. Außerdem steht Pluto auch zum Sexualität. Jungfrau ist sehr jungfräulich, Pluto ist sehr leidenschaftlich. Unserem Planet Erde bewegte sich in deinem Geburtsmoment im Löwe. Und hier manifestiert sich etwas. Wenn du dein Selbst von diesem Schattenseite befreist und zeigst dich in Öffentlichkeit, dann manifestiert sich etwas in dein Leben. Aber die gute Seite, dieser 12. Lebensbereich, ist, dass du die Geheimnisse kennst. Weil du hast einen Blick dafür. Du ahnst es auch. Es gibt auch in Mythologie, auch im Sternenhimmel Drachen, mehrere Drachen. Die Drachen symbolisieren erstens die Ängste und ein Drachentöter zeigt symbolisch, wir sollen die Ängste, unsere Ängste loslassen, von Ängsten befreit zu sein. Angstfrei leben. Und dann kommen wir zum Geheimnisse, weil Drachen zeigen auch Weisheit und auch Geheimnisse. Nicht nur im Sternenhimmel oder in Mythologie begegnen wir mit Drachen, sondern auch im Horoskop. Das Problem ist aber, dass dieser Drache hier getrennt ist. Der Kopf wurde abgeschnitten. Und die eine Teil kennen wir. Das ist die Drachenkörper. Und das ist nichts anderes als die absteigende Mondknoten. Und das hat einen Bezug zur Vergangenheit. All das, was wir in früheren Leben oder mehreren früheren Leben schon erlebt haben. Das heißt, in diesem Weg sind wir schon gegangen. Da kennen wir uns aus. Viele Dinge sind sehr wertvoll, das sollen wir auch behüten und gibt es immer wieder Lernaufgabe, was wir verbessern. Und diese Ketu, diese Drachenkörper, hast du in Fischen. Mit Fischenenergie kennst du dich aus. Vielleicht war die Richtung nicht richtig oder nur teilweise.
Und lernst du jetzt im Vertrauen zu bleiben, dass das Wasser trägt. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Aber du bist sehr kreativ und sehr gefühlsvoll auch. Dieser Weg bist du schon gegangen. Und hast du Lebenserfahrungen gemacht in die Liebe, Partnerschaft. Dieser Drache ist getrennt, der Kopf wurde abgeschnitten und den Kopf kennen wir nicht. Und die Seele sucht das. Das ist der karmische Weg, die karmische Suche. Ich könnte mal sagen, die Seele sagt, wo ist denn dieser Kopf der Drache? Wo ist denn? Ich finde nicht. Und im Horoskop ist das beschrieben und das zeige ich auch. Dieser Kopf hast du im Jungfrau. Hier. Und das ist dein Selbst. Und das kann bedeuten, dass du im früheren Leben in Partnerschaft gelebt hast, mit sehr vielen Gefühlen, Emotionen, aber du hast dein Selbst aufgegeben. Oder hast du vielleicht dich aufopfert für die Beziehung? Und das heißt nicht in dieses Leben, dass du alleine sein sollst. Nein, du sollst die Partnerschaft genießen, aber dein Selbst sollst nicht aufgeben. Und das ist dein karmischer Weg. Und Pluto zeigt alles oder nichts. Das ist der Motto Plutos. Es gibt einen kleinen Planet im Himmel zwischen Saturn und Uranus und dieser kleine Planet wurde nicht beachtet in indischen Astrologie. Aber ich kenne die westlichen Astrologie auch und ich habe schon so Bezug, ich liebe auch die Planeten, für mich ist es so lebendig alles. Und ich habe so besonderes Bezug zum Chiron, oder man nennt auch Chiron. Und aus diesem Grund möchte ich das auch zeigen. In deinem Horoskop befindet sich Chiron im Widder. Hier. Aber im Grenzbereich zwischen Widder und Stier, also hier im Grenzbereich. Dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Chiron ist der Sohn von Saturn und seine Mutter ist eine Nymphe. Eine Nymphe ist eine Jungfrau oder ein junges Mädchen, so jungfrauliches Mädchen. Auf jeden Fall, Saturn hat dieses junge Mädchen verführt und sie wurde schwanger. Saturn war aber verheiratet mit Rhea und Rhea hat das entdeckt, dass Saturn fremdgegangen ist und hat vertrieben. Und das junge Mädchen blieb alleine und dann wurde Chiron geboren. Und er war aber ein Kentaur, halb Mensch, halb Pferd. Und die Mutter hat so hässlich gefunden, dass sie sofort sich verwandelt hat an einen Lindenbaum. Und das Neugeborene war alleine gelassen, ohne Vater, ohne Mutter. Dann kam Apollo, der Sonnengott, und er hat zu sich genommen und hat eine großartige Erziehung ermöglicht. Chiron wurde dann erwachsen, weise, war der große Ratgeber für Götter und Helden und beherrschte Musik und Kunst und war der größte Heiler überhaupt. Später wurde mit einem giftigen Pfeil verletzt, aus Versehen, aber sich selbst könnte er nicht heilen. Und er musste mit einem seelischen Schmerz und mit diesem körperlichen Schmerz leben. Und er konnte das nicht mehr ertragen. Und dann ging er zum Zeus, zum Himmelsgott und sagte, mein Leben ist so schwer, ich habe seelischen Schmerzen, körperliche Schmerzen, ich ertrage das nicht.
Ich möchte von meiner Unsterblichkeit verzichten. Natürlich war er unsterblich, sein Vater war Saturn und hat diese Unsterblichkeit geerbt. Und Zeus hat gesagt, ja, dann verschenke deine Unsterblichkeit. Und Chiron hat seine Unsterblichkeit an Prometheus weitergegeben. Und die Götter haben aus Dankbarkeit ihn doch unsterblich gemacht und sie haben ihn im Himmel gesetzt. Und das ist das Symbol der Schütze. Und im Horoskop zeigt, wo weh tut, wo wir Heilung braucht. Und das ist bei dir hier im Widder. Dein Mond ist auch hier und Mond symbolisiert die Mutter, das kann Mutterthemen sein. Außerdem hier im achten Lebensbereich auch mal das Loslassen. Natürlich kann auch Todesfälle in Familien sein, wo bei dir Schmerz ausgelöst hat. Ich schließe das nicht aus, aber hier ist wichtig, das Loslassen, damit etwas Neues entstehen kann und wieder zeigt auch dieser Neuanfang. Und das ist diese Transformation und Erneuerungsprozesse. Möglich ist es auch, dass du Heilenergie hast und dir ist es nicht bewusst und sollst du diese Heilenergie befreien. Und das kann sogar Jungfrau dir bestätigen, weil Jungfrau ist auch Heilenergie, dass du das leben sollst und heilen. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Das gibt es in westlichen Astrologie nicht. Und Mondhäuser haben Einfluss von Fixsternen. Dein Aszendent ist Jungfrau und dieses Mondhaus heißt Uttarapalguna und bedeutet für dich, du hast jetzt die Zeit, alles was du gesät hast, auch im früheren Leben, da die Früchte, das trägt Früchte, es kommt jetzt die Ernte, Zeit der Ernte. Du hast die schöpferische Kraft und auch die Heilenergie in dir. Setz das im Tat um. Sonne ist im Wassermann. Hier. Und dieser Mondhaus heißt Purvapadra und wird von Pegasus bestrahlt. Pegasus ist ein Sternbild im Himmel und hat einen Einfluss auf deine Sonne. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Und diese Geschichten haben immer symbolische Bedeutung. Cassiopeia war eine Königin. Und Cassiopeia hatte eine schöne Tochter Andromeda. Und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres. Und er schickte einen Walfisch, ein Seeungeheuer in diesem Königreich, diese prahlende Königin zu bestrafen. Und dieser Seeungeheuer kam an und dachte, ja, ich mache das nicht, was Poseidon, Gott des Meeres, sagt. Ich mache, was ich will. Und nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. In die Nähe war Medusa mit Schlangenhaaren. Und Medusa ist die furchterregende und es wurde erzählt, dass jede, der Medusa erblickt, bekommt Angst. Und das sind wie Stein unbeweglich. Das lähmt diese Angst, das blockiert. Und so war das auch mit Andromeda. Sie hat Angst gehabt, bis dann Perseus kam und Perseus befreite Andromeda. Und die beiden haben sich verliebt und auch geheiratet. Und Perseus nahm sein Schwert, ist auch Symbol für Angstbefreiung, und tötete Medusa.
Und in dem Moment, wo Medusa starb, wurde von ihrem Körper Pegasus geboren. Und Pegasus ist ein weißes Pferd mit Flügel und kann fliegen. Das ist die Befreiung von Angst. Hier sind die Bilder. Das ist die furchterregende Medusa. Dann ist das Perseus mit der Begegnung mit Andromeda. Und dann auch hier Pegasus, dieses Pferd. Und dieser Pegasus hat einen Einfluss auf deine Sonne. Fühl dich frei, befreie dich von Ängsten. Mond befindet sich hier im Widder. Und dieses Mondhaus heißt Ashwini. Und das bedeutet Heilung und Heilenergie. Und das hast du. Mars ist hier in Zwillinge. Dieser Mondhaus heißt Punarvashu. Und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist der hellste Stern im Himmel und leuchtet wie ein Diamant. Und das, dieses Bewusstsein zu haben, du bist ein ungeschliffener Diamant. Und wenn du ein bisschen daran arbeiten kannst, dass du dich im Glanz bringst und stellst dich in die Öffentlichkeit, im Mittelpunkt, dann leuchtet Sirius, beleuchtet deinen Weg, erreichst du deine Ziele, lebst deine Berufung, bekommst deine Anerkennung, lebst die Energie des 10. Hauses. Merkur befindet sich in Fischen, hier, und dieses Mondhaus heißt Uttarapadra. Nicht nur Merkur im selben Mondhaus, sondern auch Venus und auch Ketu. Die haben, alle sind im selben Mondhaus, Uttarapadra. Und das bedeutet, reinigen die Gedanken, reinigen die Gefühle und geben und nehmen im Gleichgewicht halten. Jupiter ist hier in Zwillinge, wird von Orion bestrahlt. Dieser Mondhaus heißt Mruga. Und Orion ist der himmlische Jäger und jagt nach etwas, sucht nach etwas und braucht die Richtung, braucht Orientierung. Saturn ist hier im Löwe, im Mondhaus Makha. Und Makha wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen, der Sterne der Könige, der Herz der Löwe. Und das ist deine Lernaufgabe, dein Herz öffnen. Wie ein Schatztruhe ist alles drin, was du liebst. Deine Berufung, deine Hobby oder Freundschaften oder liebe Partnerschaft. Nimm das im Besitz, mach das lebendig, leb dein Selbst. Uranus ist hier im Waage. Vishaka heißt dieser Mondhaus. Vishaka ist eine Feuergöttin und sorgt dafür, dass die Tempel Feuer brennt. Und damit ist unserem inneren Tempel gemeint, die inneren Feuer. Und das ist die Herzenswärme, das ist die Begeisterung. Und Vishaka hütet diesen Feuer. Und hier sollst du zu deinen Werten stehen, zu Gerechtigkeit oder zu Partnerschaft. Das sind alle Wagenthemen. Und nimm das im Besitz. Vishaka verbrennt aber auch etwas, alles, was im Weg steht. Und das ist nicht zerstörerisch, sondern Vishaka räumt auf. Das ist das Loslassen-Prozess. Neptun ist in Skorpion und dieser Mondhaus heißt Ishtar. Das ist die älteste Schwester. Dazu gibt es auch eine mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann in indischer Mythologie und verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung, unschuldig und der Mond macht einen Heiratsantrag.
Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, du darfst heiraten, aber du musst ihre Geschwister alle heiraten. Dann bin ich damit einverstanden. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen, alle Geschwister, und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und Jeshta, also das habe ich hier im Skorpion, ich habe falsch gezeigt, ich habe auf Pluto gezeigt. Nee, es handelt sich hier um Neptun-Energie im Skorpion, genau, das ist richtig. Neptun hier in Skorpion befindet sich im Mondhaus Jeshta, so ist korrekt. Jeshta ist die Älteste von diesen 27. Geschwistern. Aber sie symbolisiert nicht eine alte Frau, sondern sie symbolisiert eine weise, reife Frau und bekommt Anerkennung, Ansehen, Respekt. Jeder bewundert sie. Und du lernst hier im Schule des Lebens, dass du diese Anerkennung bekommst, dass du weise bist, dass andere dich dafür bewundern, dass du Respekt bekommst. Pluto, jetzt sind wir bei Pluto, genau, hier im Jungfrau, befindet sich im Mondhaus Ashtar. Das kennst du nicht, weil die Drachenkopf ist auch hier und zeigt einen Weg, wo du noch nicht kennst. Deine Seele braucht aber und möchte in diesem Weg zu gehen. Und das ist die Mondhaus Ashtar. Dieser Mondhaus wird von Vindemiatrix bestrahlt. Vindemiatrix wurde bei den Römern verehrt. Sie ist die Weinleserin und zeigt Lebensfreude, Leichtigkeit, ein Fest, ein Schluck Wein, Lebensfreude, Tanz, Musik, wie ein Fest. Dein Lebensweg wie ein Fest betrachten. Mit diesem Lebensfreude fühlst du dich befreit und befreist du dich auch von Karma. Diese Vindemiatrix, diese Weinleserin, steht mit Dionysos in Verbindung. Dionysos ist die Weingott, zeigt auch hier Lebensfreude. Vielleicht ist sogar Vindemiatrix hier abgebildet. Und jetzt zu diesem Bild, und das kommt von der tibetischen Astrologie. Nach außen brauchst du die Metallelement und die Feuerelement, ein bisschen Holz dabei. Metallelement bedeutet Konzentration und all das, was dich bedrückt oder was du klären möchtest, das sollst du auch klären. Du brauchst da die kühle, klaren Kopf und dann kommt die Begeisterung und das bringt dir die Wachstum. Das befreit dich auch, wenn du etwas klären kannst, bereinigen kannst. Dann kommen die Zahlen dazu. Die Zahl 7 bedeutet deine Chancen, Möglichkeiten im Leben. Nicht davonlaufen, sondern aktiv zu sein, das zu erkennen, mutig zu sein, etwas Neues wagen. Aber achte auf die Zahl 5 auch. Das ist nicht sofort stabil, sondern du hast immer wieder Einflüsse von außen. Oft wird dir Steine im Weg gelegt und das musst du klären, bereinigen, mutig zu sein, das auch ansprechen. Diese Figur bedeutet ein Pferd und wird hier Saturn beherrscht und Saturn heißt, etwas in Ordnung zu bringen. Du brauchst Struktur im Leben, hast auch Lernaufgabe, zeigst du auch Ernsthaftigkeit. Du bist gute Arbeiterin, bringst auch Leistung, du bist etwas vorsichtig, manchmal ängstlich, du hast deine Grundsätze und da bist du auch treu, manchmal bist du stur, hast aber Temperament, liebst du auch Teamarbeit, bist du auch sehr hilfsbereit und hast du auch Leidenschaft. Die Zahlen haben auch Bedeutung. Dein Glückszahl ist die Zahl 1 im Metallelement.
Nimm selbst die Zügel in Hand. Triff selbst die Entscheidungen. Wenn jemand dich stört, dann kläre das. Die Fokus ist die Zahl 4 im Erde-Element. Sicherheit, Stabilität, Struktur, auch Finanzen. Ein fester Boden unter deinen Füßen. Und dein Schicksalszahl ist die Zahl 7, so wie hier oben. Auch im Feuerelement ist zwar nicht so betont, aber immerhin Feuer. Und das heißt, wenn Chancen, Möglichkeiten, wenn das ergibt sich in dein Leben, dann sei auch mutig und wag auch mal etwas Neues. Liebe Adrinia, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera.